drittes Spiel, dritte Niederlage, der Fehlstart von Vizemeister Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga ist perfekt. Drei Tage vor ihrer Rückkehr in die Champions League unterlag die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco bei Borussia Mönchengladbach mit 1:2, 0:1 und verpatzte damit auch die Generalprobe für das Spiel gegen den FC Porto am Dienstag. Nationalspieler Matthias Ginter, 3. und Patrick Herrmann, 76. trafen beim zweiten Saisonsieg der Gladbacher, die sich mit 7 Punkten im Verfolgerfeld des Spitzenreiters Bayern München erst einmal festsetzten. Der eine wechselte Breel Embolo verkürzte, 90:3, die Daten des Spiels Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04 Tore 1:0 Ginter 3. 2:0 Herrmann 77. 2:1 Embolo 90:3 vor 54.022 Zuschauern im ausverkauften Borussia Park erwischten die Gastgeber einen Blitzstart. Ginter köpfte eine Ecke von Jonas Hoffmann zur Führung ein. Schalkes Daniel Caligiuri machte dabei eine schlechte Figur. Die frühe Führung beflügelte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking. Mit viel Tempo, einigen gelungenen Kombinationen und Positionswechseln stellte der fünfmalige deutsche Meister die Defensive der Königsblauen vor Probleme. Schalke 04, Neuzugang Mendül. Kurz vor Platzverweis Glück hatte dabei Schalkes Neuzugang Hamza Mendül. Nach einem Foul an Nico Elvedi hätte der Marokkaner bei seinem Bundesliga-Debüt die gelb-rote Karte sehen können. 23. Doch Schiedsrichter Manuel Gräfe zeigte sich gnädig. Tedesco reagierte umgehend und brachte Alessandro Schöpf für Mendül. Danach gestalteten die Gäste die Begegnung offener, beide Mannschaften erarbeiteten sich gute Chancen. Schalkes Torhüter Ralf Fährmann parierte aber gegen Torgan Hazard 29. und Alassane Plea 37. stark. Gladbachs Jan Sommer verhinderte gegen Salif Sane 33. und Marcout 43. den möglichen Ausgleich. Uth vergab zudem nach einem Fehler von Toni Janschke kläglich 41. Zu Beginn des zweiten Durchgangs taten sich die Gladbacher im Spielaufbau immer schwerer. Schalke stand nun höher und forcierte das Pressing. Die Borussia leistete sich immer mehr Ballverluste. Sebastian Rudi kann Schalker Spiel nicht retten. Nationalspieler Sebastian Rudi war in seinem zweiten Spiel für die Königsblauen gemeinsam mit Nabil Bentaleb nun darum bemüht, dem Spiel der Gäste mehr Ruhe und Struktur zu verleihen, was zumindest teilweise gelang. Trotz zunehmender Überlegenheit taten sich die Gäste aber schwer, Chancen zu erspielen. Der letzte Pass kam häufig nicht an. Gladbach fand offensiv bis zu einem Kopfball von Dennis Zakaria, 65. nicht mehr statt. Tedesco zog danach in U21 Nationalspieler Cedric Teuchert und Breel Embolo früh seine letzten Optionen, 67. Doch dem Schalker Spiel mangelte es weiter an Genauigkeit und Durchschlagskraft. Bei Gladbach traf der starke Hoffmann nur den Außenpfosten, ehe Herrmann auf 2:0 erhöhte. Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04, die Reaktionen der Trainer Dieter Hecking, Trainer Borussia Mönchengladbach: Wir haben uns riesig gefreut, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es ist Leichtigkeit zu sehen, es ist Spielfluss zu sehen. Damit haben wir Schalke sehr viele Probleme bereitet, das wollten wir. Domenico Tedesco, Trainer Schalke 04, Gladbach, hat uns zu Beginn überrollt, die Abstände haben nicht gestimmt. Aber insgesamt war das ganz gut heute. Mein Mann des Spiels war Jan Sommer, Gladbachs Torwart, D. Brett, der hat ein paar Dinge rausgeholt. Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie gearbeitet haben.